Jedes Mal, wenn ich ein paar Tage in Granada war, fällt mir der Abschied schwer. Auf der einen Seite Solo-Vanlifer und auf der anderen Seite in einer Beziehung, das bringt einfach Reibung mit sich. Vor allen Dingen, wenn der eine Part, in diesem Fall meine Freundin, es lieber hätte, wenn ich immer bei ihr wäre. Wenn wir dann erstmal ein paar Tage getrennt sind, dann geht's wieder, weil jeder seinen eigenen Tagesablauf hat und dadurch ziemlich abgelenkt ist. Aber was bringt mich überhaupt dazu, die bequeme, schöne Altstadtwohnung von Granada zu verlassen, um in einem Kastenwagen zu leben, auf beengtem Raum, wo das Duschen nicht besonders bequem ist, man nicht ordentlich kochen kann und all das. Und dabei reise ich noch nicht mal umher, wie es andere Vanlifer machen, sondern ich war vor allen Dingen jetzt in der letzten Zeit, war ich eigentlich nur in und um Granada herum, um dann bei den Wochenenden bei Pilar zu sein oder um sie abzuholen. Die Entscheidung, in einen Van zu ziehen, habe ich eigentlich so kurz vor der Pandemie beschlossen. Ich hatte es einfach satt, nach der Arbeit einfach nur vorm Fernseher abzuhängen, nichts mehr zu machen, nichts zu unternehmen. Damals funktionierte noch meine Reiseagentur und ich habe auch Fototouren gemacht, private Fototouren, Fotoworkshops und das alles. Und weil mein Steckenpferd ist einfach die Landschaftsfotografie. Und um auch interessante Touren anbieten zu können, musste ich natürlich immer wieder neue interessante Locations suchen, atemberaubende Landschaften, die man sonst nicht so sieht, die man auch nicht so einfach findet, um die Leute dorthin zu führen. Aber das ist mit sehr viel Aufwand verbunden, mit sehr viel Fahrerei, Planerei. Manchmal war ich irgendwie die Wochenenden da, weil um morgens oder abends zu fotografieren, tagsüber ist das Licht einfach zu hart für die Landschaftsfotografie. So war ich manchmal nur im Tagesausflug dort, mir die Landschaft angeguckt, aber konnte nicht fotografieren, weil das Licht einfach nicht gut war zum Fotografieren. Ja, all diese Geschichten, und dann kam noch eine glückliche Wende dazu, dass ich eine kleine Erbschaft bekommen habe, und bam, habe ich mich entschieden. Ich habe mich sehr kurzerhand entschieden, bin nach Barcelona auf die Caravaning-Messe gefahren, habe mir meinen Van bestellt. Und dann ging das Warten los. Kennt ja jeder, der sich so ein Van bestellt hat. Naja, und seit Sommer 2020 lebe ich eigentlich mehr oder weniger fulltime in meinem Van. Ich arbeite in meinem Van. Ich koche in meinem Van. Ich mache Yoga im Van. In meinem Bett hier im Van. Nirgendwo schlafe ich besser als hier. Und ich komme rum. Ich habe Abwechslung. Ich stehe an, nicht immer, aber meistens doch an sehr schönen Plätzen. Ja, und nach getaner Arbeit nutze ich meine Zeit. Ich gehe spazieren, ich fahre mit dem Fahrrad, ich gehe im Meer baden, ich fotografiere, drehe meine Videos. Das bringt mir mehr als jetzt, dass man sehr viele Abstriche machen muss, dass man auf vieles verzichten muss. Man hat wenig Sachen dabei. Aber hey, was braucht man dann auch schon? Glücklich sein findet im Kopf statt. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange ich das Leben so weiterführen will oder auch kann. Es gibt nur zwei Gewissheiten im Leben. Die erste ist, wir werden sterben. Und die zweite ist, wir wissen nicht, wann das passieren wird. Und das Leben passiert jetzt. Und das wird mir immer bewusster, dass wenn ich jetzt nicht lebe, wann dann? Und das Schlimmste, was mir passieren kann, was ich mir vorstelle, ist, dass wenn ich mal nicht mehr kann, aus irgendeinem Grund, wenn ich mal, wie mein Vater immer gesagt hat, hinten nicht mehr hochkomme, das Schlimmste, was mir dann passieren kann, wenn ich dann sage, Mann, hätte ich doch nur. Und bereue die vielen Sachen, die ich nicht gemacht habe. Das Leben passiert jetzt und will gelebt werden.